Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Liebe Mitbrüder im Bischofs-, Priester- und Diakonenamt, liebe Ordensleute, ehrwürdige Schwestern, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, der Gruß der Friede sei mit euch ist der Gruß des Auferstandenen an die Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung. Wenn er in der Liturgie ertönt, spricht ihn Christus selber. Er ist mitten unter uns und er ist der Anlass, zu dem wir uns dankbar treffen. Wir wollen danken für 25 Jahre Bischofsamt, mit Ihnen zusammen 12 Jahre in Köln, 13 Jahre in Würzburg. Und ich darf nun den Vertreter des Heiligen Vaters, den hochwürdigsten Herrn Nuntius Iterovic, bitten, am Anfang das Grußwort des Papstes zu verlesen. Den verehrten Bruder Friedel Hoffmann, Bischof von Würzburg. Im kommenden September wirst du, verehrter Bruder, dein silbernes Bischofsjubiläum feiern. So senden wir dir von Herzen diesen Brief, um dir die freundlichen Gefühle unseres Herzens zu eröffnen und dir Gottes Segen und alles Gute zu wünschen. Da wir wissen, dass du in der Ausübung deines Dienstes mit großer Sorgfalt gewirkt hast, wollen wir bei dieser Gelegenheit dir für deine Mühen danken und an die wichtigsten Stationen deines apostolischen Dienstes erinnern. Nachdem du im Jahr 1969 zum Priester der Erzdiözese Köln geweiht wurdest, hast du als junger Mann verschiedene Aufgaben erhalten. Du warst Kaplan in einer Pfarrei, dann Domvikar und Dompfarrer, Domkapitular und Diözesanverantwortlichen für die Künstlerseelsorge. Du hast nämlich den philosophischen Doktorgrad im Fach Kunstgeschichte erworben. Aufgrund deiner besonderen Begabungen und deine kirchlichen Erfahrungen wurdest du im Jahr 1992 zum Weihbischof in Köln ernannt, wo du dich vor allem als Beauftragter für die Nordregion und als Bischofsvikar für den ständigen Diakonat angesetzt hast. Danach wurdest du im Jahr 2004 in die Diözese Würzburg versetzt, die du jetzt regierst. In Ausübung der wichtigen Hirten- und Vateraufgabe hast du mit großer Frömmigkeit, Liebenswürdigkeit und Eifer und beständige Treue zum Lehramt der Kirche Tag für Tag zum geistlichen Wohl der die anvertrauten Priester, Ordensleute, Frauen und alle Gläubigen, vor allem den Küstler, gewirkt. Wir wissen, dass du auch in der Deutschen Bischofskonferenz Mitglied der Kommission für Wissenschaft und Kultur sowie Vorsitzender der Liturgiekommission bist und in römischer Kurie Mitglied der Kommission für die Kulturgüter der Kirche warst. Für diese und deine andere Aufgabe, die du mir eifer ausgefüllt hast, danken wir dir sehr. Auf die Fürsprache der allerseligsten Himmelskönigin bewahre, stütze und schütze dich, den verdienten Hirten, allezeit Christus, der ewige und hohe Priester mit seiner Gnade. Bot und Vermittler der himmlischen Gaben und Zeichen unserer besonderen Liebe sei der apostolische Segen, der wir vom Stuhl des heiligen Petrus aus dir, verehrter Bruder, und durch dich der ganze geliebte Kirche von Würzburg, ein Gedenk im Herrn,
erteilen und erbitten dabei euer Gebet für uns und unseren Petrusdienst. Aus dem Vatikan, am 12. August 2017, im 5. Jahr unseres Pontifikats, Papst Franziskus. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen uns vor Gott versammeln als Menschen, die um ihre Begrenzung und ihre Endlichkeit wissen. Bischöfe kommen und gehen, Christus bleibt. Ihm wollen wir uns voll Vertrauen anwenden und ihn bitten, uns zu verzeihen, damit alles, das uns von ihm trennt, durch seine Liebe weggenommen wird und uns alles geschenkt wird, was uns zum Heile dient. In diesem Sinne wollen wir das Kyrie hören und innerlich auftragen. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Excelsis Deo. Thank you.
lasset uns beten. Allmächtiger Gott, deinem Willen gehorsam hat dein geliebter Sohn den Tod am Kreuz auf sich genommen, um alle Menschen zu erlösen. Gib, dass wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht der Erlösung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. Unterwegs aber verlor das Volk den Mut. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose: Mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder, die Büchner-Preisträgerin Sibylle Levitscharow hat in ihrem Buch »Das Pfingstwunder« schon im Eingangskapitel die aktuell bleibende Frage dieser Zeit drastisch zusammengefasst. Wörtlich: Ist es etwa gerecht, dass an so vielen Orten der Welt die Menschen aufs übelste Weise verrecken, dass sie verhungern, vergast, erschossen, erschlagen, aufgeschlitzt oder gefoltert werden bis zum Wahnsinn, dass sie ohne ärztliche Hilfe den schlimmsten Krankheiten ausgeliefert sind. Und Gott schaut einfach zu? Und eine mehr als vage Hoffnung auf ein Paradies, in dem alle Schmerzen abgetan sind und die gereinigten Seelen sich des ewigen Lebens erfreuen, kann ein erwachsener Mensch das wirklich ernst nehmen, einen derart verzweifelt naiven Trostwunsch? In den letzten 25 Jahren seit meiner Bischofsweihe im Kölner Dom haben sich die Problemfelder grundsätzlich nicht verbessert. Im Gegenteil, die Fragestellungen werden schärfer. Es sind aber auch ganz neue Herausforderungen auf uns zugekommen, etwa die weltweiten politischen Krisenherde mit Attentaten, Folter und Vertreibung, die daraus resultierenden großen Flüchtlingsströme, die Zunahme des sich auf Religion berufenden Extremismus in Europa, aber auch die ethisch herausfordernden technischen und medizinischen Möglichkeiten, etwa im Bereich der Genforschung mit veränderbarem Erbgut von Embryonen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Angesichts dieser bedrängenden Entwicklungen fragen viele nach dem Verbleib und dem Willen Gottes. Wieso lässt Gott das alles zu? Warum greift er nicht ein? Werden wir mit dem Verweis auf ein glückliches Leben nach dem Tode nur auf eine scheinbare Lösung verwiesen? Liebe Schwestern und Brüder,
Wie lässt sich unsere Leiterfahrung mit der Liebe Gottes zu uns vereinbaren? Die nicht wegdiskutierbare Spannung von der frohmachenden Erlösungsbotschaft durch Jesu Sterben am Kreuz und der uns im Glauben aufgegebenen Kreuzesnachfolge bestimmte den Tag meiner Bischofsweihe am Vorabend des Festes Kreuzerhöhung und auch die letzten 25 Jahre. Als ich zur Bischofsweihe den Losungsspruch übernahm, den Edith Stein gewählt hatte, Ave Crux Spes Unica, sei gegrüßt Kreuz, einzige Hoffnung, bekam ich Briefe, ich solle jetzt nur ja nicht meinen Humor verlieren. Die Aufforderung zur Kreuzesnachfolge scheint wie ein Faustschlag gegenüber unserer Glückssuche verstanden zu werden. Edith Stein, die wegen ihrer jüdischen Abstammung in meinem Geburtsjahr ermordet wurde, wählte beim Eintritt in den Kölner Karmel den Namen Theresia Benedicta Acruze. Theresia, gesegnet vom Kreuz. Wohl ist für die meisten Juden das Kreuz kein Zeichen der Hoffnung, zumal die lange leidvolle Geschichte mit uns Christen in lebhafter Erinnerung ist. Wenn auch in den letzten Jahrzehnten bei uns ein neues Vertrauen zwischen Juden und Christen gewachsen ist, so bleiben doch die momentanen krisenhaften Herausforderungen in Europa und weltweit eine ständige Mahnung. Die Opferhingabe Jesu am Kreuz bleibt als die sichtbare, herausfordernde Liebe. Was für uns als die äußerste Erniedrigung erscheinen mag, ist für Jesus Erhöhung und Hinübergang in die Herrlichkeit des Vaters. Dies glauben zu können, rüttelt uns auf und setzt die Kenntnis der Gesamtsicht unserer Erlösung voraus. Der Apostel Paulus hat im eben erst vorgetragenen Brief an die Philipper diesen schwer deutbaren Vorgang kompakt geschildert. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Paulus folgert daraus, dass in diesem scheinbar paradoxen Vorgang der Gekreuzigte zum Kyrios, zum Herrn und Retter geworden ist. Wollen wir die Aufforderung, ihm bis ans Kreuz nachzufolgen, ernst nehmen, dann müssen wir zuerst diese Logik Gottes verstehen lernen, die Überwindung des Leides und des Todes durch die Auferstehung im Blick hat. Wäre die Auferstehung Jesu nicht gewesen, wären alle unsere Argumente überflüssig und nichtig. Aber die Auferstehung ist so gut bezeugt, dass wir den Frauen und Männern der ersten Stunde trauen dürfen, weil sie ihr ganzes Leben für diese Botschaft eingesetzt haben. Jesus selbst greift im Gespräch mit Nikodemus den Sachverhalt auf und verweist zunächst auf die im Alten Bund an der Signalstange erhöhte Metallschlange. Die Menschen, die sich auf der Wüstenwanderung Gott gegenüber aufgelehnt hatten und von einem Schlangenbiss geplagt waren, konnten beim Aufblick auf die erhöhte Schlange Heilung finden. Ich habe bewusst in meinem Bischofsstab die von einem griechischen Hirten geschnitzte Schlange aufgenommen, die er schon in seiner Krümme des Hirtenstabes eingebracht hatte. Dies soll schon im Vorfeld auf den elementaren Erlösungsvorgang hinweisen, der uns dann in Konsequenz in die Pflicht nimmt. Gottes Barmherzigkeit leidet nicht darunter, dass er uns den Weg Jesu Christi zutraut. Es ist diese seine bleibende Logik, die uns fremd sein mag, uns aber ständig herausfordert. Das Wort "Ich mag dich leiden", "Ich liebe dich" hat etwas mit Leid zu tun. Und sie impliziert nämlich, dass Jesu Leid nicht vereinzelt, sondern Gemeinschaft stiftet.
und sie vermittelt, dass Jesu Leid nicht passiv erduldet wird, sondern zur aktiven Tat führt. Das Fest Kreuzerhöhung ist kein Lobpreis auf das Leid, sondern der aufgezeigte Weg zu mir selbst, zum Leben. Deshalb raubt uns diese Sicht auch nicht die Freude am Leben. Im Gegenteil, wer sich in einem schmerzlichen Weg von Gott angenommen und geliebt weiß und den Blick über den Tod hinaus in das ewige Leben richten kann, überwindet die Widrigkeiten des Lebens und wird so zum Leben geführt. Angesichts so manchen Zweiflers und Jammernden über unsere heutige Situation muss ich an eine Predigt des legendären Kölner Generalvikars Josef Teusch denken, die er in meinem Priesterweihejahr 1969 auf der Kölner Domkanzel gehalten hat. Er erzählte in einem exakten zeitgeschichtlichen Rahmen aus dem Blickwinkel einer fiktiven, 1750 geborenen Person, Maria Schmitz, wie es der Kirche in dieser Zeit erging. Die Kirche schien in Todesstarre zu liegen. Der Kampf gegen die Jesuiten und das Mönchtum insgesamt, gegen das Papsttum und die Lehre der katholischen Kirche hatte bisher unvorstellbare Ausmaße angenommen. Wörtlich, die Aufklärung triumphierte, die französische Revolution schwappte nach Köln. Maria Schmitz erlebte, wie in der linksrheinischen Altstadt 75 Kirchen und Kapellen dem Erdboden gleichgemacht wurden. 1803 verlor die Kirche im Zuge der Säkularisation ihren Besitz. Mönche und Nonnen gingen nach Hause. Das Erzbistum Köln wurde aufgelöst, der Kölner Dom zum Pferdestall. Der Papst war ein Gefangener Napoleons. Es gab keine römische Kirche und keine funktionierenden Bistumsleitungen mehr. Die neue Religion der Vernunft hatte die katholischen Dogmen hinweggefegt. Und da, wo es noch katholisches Leben gab, grassierten die schlimmsten Häresien. Und siehe da, Maria Schmitz war fiktiv 75 Jahre alt, als Ferdinand August Spiegel zum ersten Bischof des neu errichteten Bistums Köln geweiht wurde. Auf einmal blühte überall das kirchliche Leben auf. Es kam nicht nur zu einer liturgischen Erneuerung, sondern auch zu einem reichen Priester- und Ordensnachwuchs und zu einer großen Verehrung des Papstes. Viele neue Kirchen wurden gebaut, der Kölner Dom nach gut 700 Jahren vollendet. Missionsorden und karitative Kongregationen sprießen aus dem Boden. Am Ende steht die Kirche von weltlicher Herrschaft befreit, wie ein Fels in der Brandung. Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Fürchtet euch nicht, Amen, waren die letzten Worte der Predigt von Josef Teusch. Liebe Schwestern und Brüder, wollten wir nicht auch diesem Vertrauen in Gottes Mitgehen unser Herz schenken? Unsere heutige kirchliche Situation ist trotz vieler Problemanzeigen bei weitem nicht mit der im 19. Jahrhundert vergleichbar. Viele Höhepunkte haben mich in den letzten 13 Jahren in Würzburg froh sein lassen. Die Seligsprechungsfeiern von Pfarrer Georg Häfner und Pater Engelmar Unzeitig, die jährlichen Kiliani-Wallfahrtswochen, die großen Wallfahrten der Generationen nach Lourdes und Assisi, die vielen Aktivitäten im gottesdienstlichen, pastoralen, sozialen, karitativen wie kulturellen Bereich, die vielen ehrenamtlichen Hilfen an den Flüchtlingen, die neu gebauten oder zahlreich renovierten Kirchen in unserem Bistum, aber auch vor allem die Partnerschaften mit den Bistümern Mbinga in Tansania und Óbidos in Brasilien, von denen wir viel lernen können, sowie unser gestaltannehmendes Bemühen um eine tragfähige Pastoral der Zukunft. In all diesen Ereignissen
habe ich eine große Solidarität, ein Miteinander im Glauben und mutmachenden Einsatz erlebt, der mich gestärkt und motiviert hat, auch an eine hoffnungsvolle Zukunft der Kirche von Würzburg zu glauben. Nicht nur die vielen ehrenamtlich Engagierten, die Priester, Diakone, Ordensleute und alle in der Seelsorge Tätigen, sondern auch die vielen stillen Beter und ihr Leiden aktiv aufopfernden Menschen lassen mich ruhig in die Zukunft schauen. Während meiner Weihbischofszeit im Erzbistum Köln hatte ich eine unvergessliche Begegnung mit einer jungen Frau in der Nähe von Düsseldorf, die einen großen Wasserkopf und einen kleinen Rumpfkörper hatte. Ich durfte diese Schwerstkranke, die unter fürchterlichen Schmerzen litt, auf dem Krankenbett firmen. Als ein Besucher zu ihr sagte: Sandra, du armes Kind, was hat Gott mit dir vor, dass er dich so leiden lässt? Antwortete sie: Wie können Sie sagen, dass ich arm bin? Ich bin doch von Gott geliebt. Und aus diesem schwerstkranken Körper kam die laute Stimme: Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Taten. Dieses aus großer Leiterfahrung erwachsene Bekenntnis, das den Glauben an die eigene Auferstehung implizierte, bestärkt mich, auch froh und hoffnungsvoll zu sagen: Sei gegrüßt, Kreuz, einzige Hoffnung. Amen. Credo in unum Dei.
unsere Bitten vertrauen wir Jesus Christus an und schauen dabei auf die Orte des Glaubens, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten für Bischof Friedhelm und die Kirche von Würzburg wichtig waren. So lasset uns beten. Bischof Friedhelm spricht immer wertschätzend von engagierten Menschen in der Kirche. So schreibt er in seinem Brief an die Gläubigen zu Beginn dieses Jahres über die Berufung der Getauften und Gefirmten. Von ihren Berufen wie ihrer Lebenserfahrung her verfügen die Männer und Frauen über Qualitäten, die wir in der Kirche gar nicht genug schätzen können. Für ihn sind sie ein Schatz, dessen Wert erkannt und geschätzt sein muss. Wir bitten für alle Männer und Frauen, Kinder und Jugendlichen, die sich in Gemeinden, Verbänden, Gremien und Projekten engagieren. Kreuzberg, Dettelbach, der Marienweg und der Jakobusweg. Würzburg ist ein Bistum der Wallfahrten und des Pilgerns. In jedem Jahr im Juli treffen sich um die 20.000 Gläubige an den Reliquien der Frankenapostel zur großen Kiliani-Wallfahrt. An den 5 Wallfahrten der Generationen nach Lourdes und Assisi in den vergangenen Jahren nahmen insbesondere Familien teil, erlebten Gemeinschaft, vertieften ihren Glauben und feierten zusammen. Wir bitten für alle Menschen, die unterwegs sind und auf der Suche. Wir bitten für unsere Familien als Orte des Glaubens und wir beten für die Menschen, die sich vom Glauben begeistern lassen und diese Begeisterung leben. Der Benediktiner von Münster-Schwarzach gibt es eine lange Beziehung und Freundschaft zwischen den Menschen am Main und den Menschen in Tansania. Gerade der faire Handel mit Kaffee ist ein Beispiel für diese enge Partnerschaft. Wir beten für unsere Freunde in Binga. Gemeinsam sind wir Salz der Erde über alle Grenzen und Kontinente hinweg. Im vergangenen Jahr hörten wir hier im Dom von Bischof Erwin Kreutler über die dramatischen Entwicklungen im Amazonasgebiet. Unterwegs zu neuen Ufern begannen wir 2012 die Partnerschaft mit dem Bistum Óbidos in Brasilien. Uns trägt das Wissen um die gemeinsame Verantwortung für die Schöpfung. Wir bitten dich für alle Menschen im Bistum Óbidos, die den wunderbaren und für uns alle wichtigen Lebensraum Amazonien ihre Heimat nennen und diesen wertvollen Lebensraum schützen. Über 10
Jahre haben unter der Leitung von Bischof Friedhelm zahlreiche Fachleute, Seelsorger und Gemeinden im ganzen deutschsprachigen Raum zusammengetragen, wie die Gläubigen heute ihr Gotteslob singen, beten und feiern. Das neue Gotteslob ist seit dem Jahr 2013 das liturgische Gebet, Feier- und Gesangbuch, das beinahe alle deutschsprachigen Diözesen miteinander verbindet. Wir bitten für alle, die das Lob Gottes feiern, die Liturgie gestalten und Sorge für den Gottesdienst der Kirche tragen und die uns durch die Musik etwas von der Herrlichkeit Gottes erahnen lassen. In seiner Kölner Zeit war der Dialog von Kunst und Kirche Bischof Friedhelm ein Herzensanliegen. Im Bistum Würzburg fand er eine reichhaltige Landschaft an Museen, Kunstprojekten und zahlreichen künstlerischen Neugestaltungen von Kirchen vor. Wir bitten für alle Künstler, die sich mit dem Glauben auseinandersetzen und für alle, die sich für die Kunst im Raum der Kirche einsetzen. Wir denken aber auch an die Menschen, die sich von der prophetischen Kraft der Kunst ansprechen und verändern lassen. Zerstörung und Gewalt sind in den letzten Jahren verstärkt Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika zu uns gekommen. Unterstützt durch Aufrufe von Bischof Friedhelm haben sich viele Kirchengemeinden, Klöster und die Caritas um ihre Versorgung und Betreuung gekümmert. Viele hoffen auf eine neue Chance in unserem Land. Wir bitten für alle, die heimatlos auf der Flucht und die vom Terror gekennzeichnet sind. Und wir beten für alle, die ihnen Schutz und Unterstützung gewähren. Einmal konnten wir in den vergangenen Jahren in diesem Dom die Feier der Seligsprechung erleben, von Pfarrer Georg Häfner und von Pater Engelmar Unzeitig. Es war zu spüren, wie sich Menschen vom Glaubenszeugnis Einzelner ergreifen lassen. Dabei bleiben die Vorbilder im Glauben nicht nur auf die Seligen und Heiligen der Kirche beschränkt. Die Liste der Glaubenden, die uns heute noch berühren, angefangen mit Kilian und seinen Gefährten, ist lang. Wir beten für alle, die uns im Glauben vorangegangen sind, und wir bitten für die, die sich von ihrem Zeugnis berühren lassen. Gott, unser Vater, dich können wir in allen Bereichen unseres Lebens erkennen und spüren. Geleite du uns mit deinem Segen und Beistand durch die Höhen und Tiefen unserer Tage und lass uns die Gewissheit der Kraft des Glaubens nicht verlieren,
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Amen. Herr unser Gott, dieses heilige Opfer hat auf dem Altar des Kreuzes die Sünde der ganzen Welt hinweggenommen. Es mache auch uns rein von aller Schuld. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du hast das Heil der Welt auf das Holz des Kreuzes gegründet. Vom Baum des Paradieses kam der Tod, vom Baum des Kreuzes erstand das Leben. Der Feind, der am Holz gesiegt hat, wurde auch am Holze besiegt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Thank you.
Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Kilian und seiner Gefährten, mit der heiligen Edith Stein und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Friedhelm und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk, deine Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir
auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt und er sagt es uns auch in dieser Stunde: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus spricht, seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast am Holz des Kreuzes der Welt das ewige Leben erworben. Führe uns durch diese Feier, in der wir deinen geopferten Leib empfangen haben, zur Herrlichkeit der Auferstehung, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Te Deum laudamus. Singen den Herr ein neues Lied. Eminenzen, Exzellenzen, liebe Priester, Diakone und Ordensleute, verehrte Vertreter der anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften, sehr geehrte Repräsentanten aus Religion, Politik und Gesellschaft, liebe Brüder und Schwestern. In der Bibel finden wir häufig die Ermunterung, dem Herrn ein neues Lied zu singen.
Sie finden sich vor allem in den Psalmen. Der vom Heiligen Geist inspirierte Verfasser lädt ein, den Herrn zu singen, seinen Namen zu preisen und von Tag zu Tag sein Heil zu verkünden. Denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Der Gesandte wird oft mit Instrumenten begleiten, singen ihm ein neues Lied, greifvoll in Saiten und jubelt laut. Seinen Namen sollen sie loben, in Spielen, auf Pauken und Harft. Auch wir, liebe Brüder und Schwestern, sind heute in der mächtigen und schönen Kathedrale von Würzburg versammelt, um dem Herrn zu singen und ihm zu danken für das Geschenk des silbernen Bischofsjubiläums des Oberhirten dieser Ortskirche, seine Exzellenz Monsignor Dr. Friedhelm Hoffmann. Vor 13 Jahren ist er nach Würzburg gekommen, um seinen Dienst als Diözesanbischof zu versehen. Seit dem 25. Juni 2004 ist er der 88. Bischof dieser geliebten Kirche vor Würzburg. Vorher war er 12 Jahre Weihbischof in Köln, jener Erzdiözese, in der er bis dahin 23 Jahre priesterliche gewirkt hat. Singen den Herrn ein neues Lied. Als Vertreter des Heiligen Vater Franziskus in der Bundesrepublik Deutschland danke ich Ihnen, Exzellenz, herzlich für den selbstlosen Dienst und den großen pastoralen Einsatz. Besonders danke ich Ihnen für Ihre Tätigkeit und aktive Mitwirkung bei den Arbeiten der Deutschen Bischofskonferenz, vor allem als Vorsitzender der Liturgiekommission. Sie sind außerdem Mitglied der Kommission für Wissenschaft und Kultur, wo Sie ein ausgesprochener Kunstsinn, besonders bei der Sakralkunst, anzeigen. Von dieser Gabe hat auch die Diözese Würzburg und die katholische Kirche in Deutschland profiliert. Es ist an dich wichtig, Arbeit als Vorsitzender der Utterkommission, gemeinsames Gebet und Gesangbuch der Liturgiekommission der Bischofskonferenz zu erinnern. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, die Sie über Jahre in Anspruch genommen haben und Ihnen ermöglichen, Ihre wertvollen Anregungen bei der Veröffentlichung des Gotteslobes in deutscher Sprache einzubringen. Dieses Buch, das in sehr hoher Auflage erschienen ist, wird normalerweise in der Kirche deutscher Sprache benutzt. Sie alle singen den Herrn ein neues Lied. Daher danke auch für diesen großen Einsatz und die Ausdauer in der Verpflichtung jenes so wichtigen Projektes. Der Christ ist gerufen, alle Tage seines Lebens den Herrn ein neues Lied zu singen. Sie werden nunmehr aus alter Gründen auf das Amt als Diözesanbischof verzichten und der Kirche auf andere Weise dienen, vor allem durch das Gebet, solange Zeit ihnen die göttliche Vorsehung zu misst. Diesbezüglich habe ich die Aufgabe zu verkünden, dass Papst Franziskus ihre Versicht von Amt als Bischof von Diözese Würzburg angenommen hat, den sie ihm gemäß den Normen des kirchlichen Rechts von ihrem 75. Geburtstag angerechnet haben. Diese Entscheidung wird morgen um 12 Uhr öffentlich bekannt gegeben. Das wäre offizielle Ernennung, aber ich habe die große Ehre, das schon antizipieren. Verehrter lieber Herr Bischof, während der Feier dieser heiligen Messe haben wir den Herrn ein neues Lied gesungen, gemeinsam mit Ihnen,
um ihm für das Wunderbare zu danken, dass er durch sie in der Diözese Würzburg einen lebendigen Teil der katholischen Kirche gewirkt hat. Zu unserem Gesang vereint sich der himmlische Chor, die heiligen Patrone dieser Kathedrale und des Bistums Kilian, Kolonat und Tottenham. Sie und die übrigen Heilige und Selige von Würzburg, gemeinsam mit der seligen Jungfrau Maria, der Mutter der Kirche, vereint sich mit uns zum Lobpreis zu Gott, dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, wo wir alle rufen, singen den Herr ein neues Lied. Sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. Lieber Bischof Friedhelm, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Brüder und Schwestern, jetzt kann ich etwas freier und unvorsichtiger sprechen, muss die Klippen nicht mehr so im Auge behalten, weil der Nuntius ja angegeben hat, was morgen passiert. Insofern dürfen wir umso herzlicher jetzt in diesem Augenblick Dank sagen für den großartigen Dienst von Bischof Friedhelm. Es ist ein Mensch der Freude, das wissen wir. Aber das ist nicht das Einzige. Wir haben es eben in der Predigt gehört. Die Freude kommt aus einer tiefen Christusfrömmigkeit, aus einem Blick auf das Kreuz. Und deswegen ist sie umso tiefer verwurzelt. Eine Freude, die ansteckt, eine Freude, die von Köln nach Würzburg gekommen ist, die sich natürlich auch äußert in den vielen Elementen der Freude, die wir aus dem Rheinland kennen und die wir auch aus dem fränkischen Bereich kennen. Wenn ich in der Faschings-, Fastnachts-, Karnevalszeit, wo immer sie herkommen, hat das ja unterschiedliche Worte für diese Zeit, wenn ich da schon mal im Fernsehen zappe, irgendwo taucht er bei einer Sitzung auf. Irgendwo, denke ich, das ist doch der Friedhelm. Also jedenfalls nicht nur in Pfalz-Höchheim, sondern auch bei anderen Sitzungen. Aber es ist ein Zeichen dafür, lieber Friedhelm, dass du wirklich von Köln her, wo du wirklich gerne warst, das weiß ich, wenn du deine Geschichten als Dompfarrer, Dompastor erzählst, da geht einem wirklich pastoral das Herz auf, bist du wirklich nach Franken gekommen mit großer Freude und innerer Begeisterung. Als Vorsitzender der Bischofskonferenz, zweier Bischofskonferenzen, der Freisinger und der Deutschen Bischofskonferenz, da gibt es aber eine Gemeinsamkeit, nur damit Sie das wissen, aber es gibt zwei Konferenzen, darf ich noch einmal herzlich Dank sagen für das, was du wirklich mit großem Engagement eingebracht hast. Der Nuntius hatte schon gerade angedeutet, ich möchte das Thema Kunst und Pastoral und Kirche nennen. Du hast uns auch in der Bischofskonferenz immer wieder aufmerksam gemacht. In der Kunst geht es nicht nur um ästhetischen Genuss, da steckt eine Botschaft dahinter, da ist eine theologische Seite, die man entdecken kann. Schon die ersten Höhlenzeichnungen zeigen ja Homo sapiens, also Menschsein und Kunst produzieren und Religion haben, ist koextensiv. Das ist gleichzeitig da. Man sieht, das gehört zusammen und das hast du uns immer wieder deutlich gemacht, auch gerade bei dem Projekt 50 Jahre Zweites Vatikanum. Ich gebe zu, ich habe auch gelegentlich gedacht, kann aus diesem Projekt wirklich etwas werden? Aber dem Friedhelm können wir das nicht abschlagen. Und das haben einige andere Bischöfe auch gedacht. Aber du hast es auch mit Überzeugung vorgetragen und du hast es mit Begeisterung vorgetragen. Und ich muss am Ende wirklich feststellen, und die Bischöfe, die an diesen Projekten beteiligt waren in ihren Bistümern, werden das bestätigen, es war ein großer Erfolg. Es ist genau das entstanden, eine Begleitung des Konzilsjubiläums mit den Elementen der Kunst, nicht nur der bildenden Kunst, sondern auch der Literatur, so war es ja in München. Vielen, vielen Dank, vergelt's Gott, für dieses Engagement, das hier im Bistum ja auch spürbar geworden ist, wie ich denke, aber eben auch in der ganzen Kirche in Deutschland inspirierend war. Und das große Projekt Gotteslob, natürlich. Die vielen Sitzungen, die wir darüber gemacht haben, aber auch die Klugheit, mit der Exzellenz mit den römischen Stellen umgegangen ist. Das darf ich hier auch einmal sagen. Vergelt's Gott, danke dafür. Bis in die letzten Wochen hinein,
Wir haben hier eine neue Instruktion über die Übersetzungen. Ich darf, ohne dass ich viel erzähle, doch sagen, auch da haben manche Stimmen aus Deutschland, zu denen du gehörst, mit dazu beigetragen, dass wir nun eine Übersetzungshilfe haben, die uns große Möglichkeiten gibt, auch wieder neu an die Übersetzung des Messbuchs zu gehen. Exzellenz, bringen Sie nach Rom schöne Grüße. Wir sind froh über die Instruktion des Papstes. Danke, Friedhelm. Danke. Danke für deinen Einsatz, gerade auch in dieser Sache. Und der Seelsorger. Nie hast du aufgehört, ich habe es gerade gesagt, Seelsorger zu sein. Ich wiederhole, die vielen Geschichten, die ich abends oder bei unseren Begegnungen gehört habe aus dem Kölner Dom, manche auch anekdotisch natürlich, viele von Ihnen hier auch in Würzburg kennen die kleinen Büchlein, Stüfchen Eminenz oder andere kleine Anekdoten, aber sie sind immer pastoral auch ausgerichtet. Sie erzählen vom Menschen, vom menschlichen Dasein. Und da ist mir immer wieder deutlich geworden, dass du wirklich verliebt bist in die Menschen, in die Begegnung mit Menschen. Und das haben sie in den letzten 13 Jahren auch gespürt. Die Wallfahrten wurden genannt und die vielen Begegnungen hier im Dom, in die Kiliani-Woche. Es war einfach immer eine Freude, dir zu begegnen. Deine Fröhlichkeit, deine Freude ist ansteckend und ich hoffe, das geht weiter. Bleibe weiter ein Zeuge der Auferstehung, ein fröhlicher Mitbruder. Lass uns nicht aus den Augen, lass uns nicht aus dem Herzen, lass uns nicht aus deinem Gebet. Vergelt's Gott, danke. Wir haben nun den großen Weg gemacht von der Weltkirche in unsere Kirche im deutschsprachigen Raum. Machen wir noch einen Blick in unser Frankenland hinein, lieber Bischof Friedhelm. Vor 25 Jahren, am Vorabend des Festes Kreuzerhöhung am 13. September 1992, wurdest du im Hohen Dom zu Köln zum Bischof geweiht. Die Bilder davon kann man in dem Bildband sehen, wie du schon auch ein bisschen, ja, nicht so locker dahergekommen bist, wie du das heute vielleicht schon eher kannst. Du warst gerade 50 Jahre alt, ein schönes Alter. So darfst du in diesem Jahr auch auf 75 Jahre Lebensjahre zurückblicken. 25 Jahre Bischof plus die 50 Jahre Mensch und Priester. Am 19. September 2004, also vor 13 Jahren, das ist dann übermorgen, ist der 19., da wurdest du als Bischof hier bei uns in Würzburg eingeführt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da im Schiff, im Dom, und wie wir dich eingeführt haben. Ich hätte da nicht gedacht, dass du mir mal die Bischofsweihe gibst und dass ich dann hier vor dir zu stehen habe und das Dankwort zu sagen habe. Aber ich freue mich, dass ich das tun darf. An all das denken wir heute und dafür haben wir Gott miteinander in der Heiligen Messe Gott gedankt. Für das Leben, das er dir und uns allen schenkt, für den Dienst, in den er uns ruft und für die Kraft, die Gott uns gibt, damit wir die uns gestellten Aufgaben erfüllen können. Im Namen des Domkapitels am Hohen Dom zu Würzburg. Auch wir haben einen Hohen Dom, nicht nur in Köln, wenn der auch nicht so hoch ist, wie, aber er ist auch ein hoher Dom. Und aller Gläubigen in unserem Bistum und vieler Menschen, die mit uns hier in diesem Raum im Frankenland leben, sage ich dir ein herzliches Danke, dass du dich in vielfältiger Weise in deinem bischöflichen Dienst diesen Aufgaben gestellt hast. Gewinnend bist du auf die Menschen zugegangen. Gewiss hat es dich auch manchmal geschmerzt, wenn du Menschen ihren ihnen eigenen Weg gehen lassen musstest. Immer war dein Herz zu spüren. Du wusstest immer zu vermitteln, dass viele zur Kirche gehören, auch wenn sie andere Wege gehen. Und dafür dir ein ganz großes Vergelt's Gott. Du bist ein Kölsche Jung und ein Priester aus dem Erzbistum Köln.
Ich bin Münsterländer und ich weiß, was das differenziert betrachtet bedeutet. In Köln denkt man in diesem Jahr an die zweite Grundsteinlegung zum Weiterbau des Domes vor 175 Jahren. Als du geboren wurdest, war gerade das 100-jährige Jubiläum. Am 4. September, jetzt auch in diesem Monat, 1842 war das. Bis dahin war das einprägsame Bild des Kölner Domes nicht die beiden Türme, sondern der Baukran, der aus dem unfertigen gotischen Dom aufragte. Ich meine ein schönes Bild für diesen Festtag, an dem wir auf deine Bischofsweihe, deinen Geburtstag und deinen bischöflichen Dienst in unserer Diözese zurückschauen. Gewiss mag ich das Bild vom Kölner Dom, wenn man ihn vom Weiten sieht, mit dem Zug drauf zufährt oder wenn man die richtige Stelle erwischt an der Autobahn. Wenn man ihn vom Weiten sieht und er noch heute mächtig aus den Häusern der Menschen in den Himmel ragt. Auch bei uns ist das so. Bei uns zusammen hier in Würzburg, wenn man über die alte Mainbrücke geht, auf die Türme zuläuft und mittendrin der Dom. Nur bei uns kommt das vielfältiger zum Tragen, wenn man das Land auf diese Stadt schaut, dann sind es plötzlich viele Türme, weil wir nicht einen so einen ganz, ganz großen haben. Aber noch mehr gefällt mir das Bild von Kirche, die eine Baustelle ist und bleibt. Der Kölner Dom ist zwar immer noch eine Baustelle, nur sieht man es nicht mehr so vom Weiten. Man muss schon näher herangehen. Bei uns, die vielen Kirchen, man muss noch näher herangehen, dass es Baustellen sind. Und dann die Frage, ist nicht das ganze Leben eine Baustelle? Ich halte das Bild mit dem Baukran für uns, die wir in der Kirche sind, und für die Menschen, die ein Haus Gottes suchen, das Ehrlichere. Wir sind und bleiben eine Baustelle. Die Kirche ist nicht vollendet und die Menschen, die zu ihr gehören und in ihr Dienst tun, sind auch nicht perfekt, nicht fertig. Vollenden tut Gott. Er macht nicht fertig, er vollendet. Und was steckt da nicht für ein Trost in diesem Bild? Ich weiß, was dich bewegt in diesen Tagen, wenn man von so einer Zeit mit vielen Menschen, plötzlich wird das so alles ganz anders. Ganz anders. Bischof Paul Werner hat manchmal gesagt, das ist zwar nicht alles schön, aber im Letzten nicht schlimm. Zu wissen, das Leben ist eine Baustelle. An dir war oft zu spüren, dass du es gerne vollendet hattest, ja formvollendet. Aber auch das Unvollendete, das Unfertige darf sein. Wir hinterlassen alle, wenn wir gehen, unsere Baustellen. Entscheidend ist, dass wir etwas angestoßen haben. Du hast es zum Beispiel getan, im Blick auf die Pastoral der Zukunft, gemeinsam Kirche sein, im Blick auf die Menschen, die in ihrer Not zu uns in unser Land kamen und kommen, und im Blick auf die Familien und Gruppen, um sie zusammenzuführen. Und dafür dir nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke. Ein Zeichen des Dankes soll ein Buch sein, das dir gewidmet ist. Es ist die Sonderveröffentlichung der Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg. Diese Schriften werden von Professor Wolfgang Weiß und von Dr. Johannes Sander herausgegeben. Es ist das Ergebnis einer Tagung im vergangenen Jahr, der Würzburger Dom im Mittelalter, Geschichte und Gestalt. Du warst und bleibst einer der Bauleute am Würzburger Dom, dem Dom,
den wir vor Augen haben, wenn wir auf diese Stadt und in diese Stadt hineinfahren oder auf ihn zulaufen, den Dom, in dem wir heute sind, und dem Dom, das Haus Gottes, das aus Menschen in diesem Bistum besteht. Damit du dann in Muße und Distanz die Artikel und Beiträge auch genügend lesen kannst, fügen wir dem Buch einen Gutschein mit hinzu für eine gute Unterkunft, in der du bisher deinen Urlaub immer verbracht hast und ich denke auch verbringen wirst. Lieber Bischof Friedhelm, ich danke für das Vertrauen, das du mir geschenkt hast. Danke für deinen Dienst an den Menschen hier im Frankenland. Danke, dass du einen Teil deiner Lebenszeit mit uns geteilt hast und dass du uns weiter mit uns teilen wirst. Dankeschön, vergelt's Gott, Gott segne dir und vergelte dir das, was du uns gegeben hast. Sehr geehrter, lieber Bischof Friedhelm Hofmann, liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich rufe Ihnen heute den Wochenspruch für diesen 14. Sonntag nach Trinitatis aus dem 103. Psalm zu und gratuliere Ihnen damit herzlich zu Ihrem 25-jährigen Bischofsjubiläum. Ausdrücklich tue ich das auch im Namen unseres Landesbischofs, Herr Professor Dr. Bedford Strom. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankbar blicken Sie heute zurück auf ein Vierteljahrhundert als Bischof, auf viele Begegnungen, auf Erfolg und auch auf Bewahrung, auf erfahrene Freundlichkeit. Sie durften das Evangelium verkündigen, Sie durften Menschen begleiten und führen und ihre Kirche mitgestalten. Dankbar blicke ich zurück auf die gemeinsame Zeit, auf Schritte in der Ökumene. Ich erinnere mich an die Kreuzbergwallfahrt bei strömendem Regen. Ich war nass von innen und von außen. An den schönen Gottesdienst zum Thema Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das gemeinsam geflochtene Kreuz habe ich in meinem Büro immer vor Augen. Ein besonderes Erlebnis war der gemeinsame Gottesdienst Erinnerung heilen, Jesus Christus bezeugen. In diesem Jahr, dem Reformationsgedenkjahr Anfang März in Kitzingen, wo so viele ihrer Sehnsucht nach einer größeren Gemeinsamkeit der Konfessionen Ausdruck verliehen haben. Oder auch die Eröffnung der Echter-Ausstellung, wo ich ein Grußwort sprechen durfte, was ich als Zeichen unserer Verbundenheit und des gegenseitigen Respekts werte. Ja, das Gute will wirklich bedacht sein, weil wir es sonst vergessen, weil es sonst herausfällt aus unserem bewussten Leben, weil wir dem Ärgerlichen und Verworrenen oft einen viel zu großen Raum einräumen. Wenn wir mit dem Guten und mit der Güte Kontakt aufnehmen, verbinden wir uns mit den heilenden Kräften, die auch in unserem Leben, in unseren Kirchen wirksam sind. Lieber Bischof Hofmann, ich schätze Ihre Gabe, auf Menschen zuzugehen. Sie sind zudem ein guter Unterhalter, humorvoll und lustig. Sie sind aber tiefgründig, tief gegründet im Glauben an unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Sie üben ihr Amt in Würde und Menschenfreundlichkeit aus. Sie setzen sich für die Schwachen in unserer Gesellschaft ein.
Ich danke Ihnen sehr für unser Miteinander als Glaubensgeschwister in gegenseitigem Respekt und mit viel Freundlichkeit. Sicher, es gibt in der Ökumene noch viel zu tun. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und ich muss gestehen, ich war heute sehr traurig, dass ich nicht zum Tisch des Herrn gehen konnte. Aber heute soll es darum gehen, das Gute wahrzunehmen, nicht zu vergessen oder kleinzureden. Heute soll die Dankbarkeit im Vordergrund stehen. Danke und vergelt's Gott für Ihre Geschwisterlichkeit auf unserem gemeinsamen Weg. Beim 65. Geburtstag meines Vorgängers Christian Schmidt, kurz vor seinem Eintritt in den Ruhestand, sagten sie: Was für eine Verschwendung von Ressourcen, schon mit 65 in den Ruhestand gehen zu müssen. Sie sind nun 75 und gehen in den wohlverdienten Ruhestand nach einer langen und erfüllten Amtszeit. Die Ressourcen wurden gut genutzt. Ich wünsche Ihnen noch viele schöne Jahre bei guter Gesundheit, mit Kraft für Ihren Alltag, mit viel Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Gott sei bei Ihnen, er begleite und bewahre Sie. Eminenzen, Exzellenzen, Frau Regionalbischöfin, ehrwürdige Schwestern, liebe Mitfeiernde aus der ganzen Diözese, verehrter, lieber Herr Bischof Dr. Hoffmann. Vor 13 Jahren durfte ich bei Ihrer Einführung auch mit dabei sein. Es erfüllt mich mit ganz großer Dankbarkeit, dass ich nach all diesen Jahren heute hier sein kann und darf, mich zu bedanken für uns, die wir in der öffentlichen und in der politischen Verantwortung stehen. Herr Bischof, Sie haben zu Recht gesagt, Kirche hat die Verpflichtung, sich politisch zu äußern. Das ist einer Ihrer Leitsätze und dem sind Sie auch gerne gefolgt. Für uns, die wir in der öffentlichen und politischen Verantwortung stehen, war dies immer eine Herausforderung. Eine Herausforderung dahingehend, dass es einfach für uns bedeutet hat, viel miteinander zu sprechen. Wir haben das getan. Wir haben es uns da auch nicht immer ganz einfach gemacht. Aber wichtig war für uns, dass wir immer wussten, wenn wir unsere Gespräche beendet hatten, dass wir ein Gehör bei Ihnen hatten, dass wir uns ausgetauscht haben und dass es immer auf gleicher Augenhöhe war. Und ich darf es einfach so formulieren, es war immer eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich darf das so formulieren, weil uns ja gerade auch der Flüchtlingsbereich sehr bewegt hat in der zurückliegenden Zeit. Wir haben bei Ihnen, lieber Herr Bischof, nicht nur Einkehr gehabt, wir haben auch Zuflucht gehabt. Es ist auch für uns wichtig gewesen, wo wir in all diesen Fragen, die uns heute bewegen, die auch durch den Gottesdienst gegangen sind, auch durch ihre Predigt und auch was die Fürbitten anbelangt. Wir ringen ja gemeinsam für unsere Gesellschaft, für die Menschen. Und Herr Bischof, Sie waren und sind ein Bischof für alle Menschen. Für die Kranken, für die Behinderten, für die alten Menschen. Justizminister Bausbach berichtet immer von Ihren Gottesdiensten und Begegnungen in den Justizvollzugsanstalten.
Aber Herr Bischof, ich möchte heute ganz besonders hervorheben, dass Sie vor allen Dingen für die Familien, für die Kinder, für die junge Generation, die Pilgerfahrten der Generationen nach Lourdes und Assisi. Ich möchte aber auch ausdrücklich danken für Ihr großartiges Engagement im Bildungsbereich. Wir haben immer gemeinsam miteinander gesprochen, dass sich die Kirche nicht zurückziehen darf aus der Bildung. Ausbildung, Krankenpflege, Altenpflege, Erzieher und Erzieherinnen. Vergelt's Gott für Ihr großes Engagement im Kindergartenbereich. Mahnend sind Sie durch Ihre Diözese immer wieder gegangen und haben gesagt, Kindergärten geben wir nicht auf. Die behalten wir in unserer Verantwortung. Und wer von uns, lieber Herr Bischof, in der Kiliani-Wallfahrtswoche den Einzug der vielen hunderten Kindern im Kindergartenalter erlebt hat, dem ging jedes Mal das Herz auf. Auch Ihnen, das haben wir immer wieder gespürt. Ich möchte zum Flüchtlingsbereich noch ausdrücklich auch von unserer Seite hervorheben, Sie haben uns nicht nur angemahnt, sondern Sie haben selbst angepackt. Sie haben nicht gesagt, der Staat muss und wir müssen, sondern Sie haben gesagt, was können wir tun in unserer Diözese? Sie haben Gelder zur Verfügung gestellt, Sie haben Personal zur Verfügung gestellt, zusammen natürlich mit den Verantwortlichen hier in der Diözese. Damit haben Sie der Caritas und den vielen, vielen Ehrenamtlichen auch die Möglichkeit gegeben, dran zu bleiben, mit Ihnen gemeinsam auch diese schwierigen Fragen und diese menschlichen, humanen Herausforderungen auch anzugehen. Ich kann das auch nur zum Ausdruck bringen, die Menschen liegen Ihnen einfach am Herzen und Sie haben Ihr Bistum und damit unsere Diözese und Sie haben uns in Unterfranken und uns in Würzburg geprägt. Lieber Herr Bischof, in Afrika gibt es eine kluge Weisheit. Wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit kommen willst, dann musst du mit anderen zusammengehen. Ich darf von mir aus noch hinzufügen, zusammen mit anderen im christlichen Geist. Und so sind wir mit Ihnen 13 Jahre lang auch gemeinsam den Weg gegangen. Ich habe auch die Bitte, wie es auch Kardinal Marx zum Ausdruck gebracht hat, verlieren Sie uns nicht aus den Augen. Wir möchten weiterhin gerne auch bei Ihnen Einkehr und Zuflucht finden. Herr Bischof, Sie haben natürlich auch immer wieder die Bürde Ihres bischöflichen Amtes erfahren. Aber Sie wussten immer, dass Sie im schönsten Bistum der Welt sind. Das stammt nicht von mir, das haben Sie selbst gesagt und das haben wir auch immer wieder so gespürt. Und wenn ich jetzt so aus ganzem Herzen und ganz persönlich zum morgigen Tag etwas sagen darf. Wir konnten heute Gottesdienst mit Ihnen feiern, vergelt's Gott. Frühstücken können wir nicht alle mit Ihnen, aber wir können morgen ganz fest in Gedanken bei Ihnen sein. Verbunden mit den allerbesten Wünschen, Gottes Segen und jetzt auch noch ein mahnendes Wort von meiner Seite. Wir haben uns ja das auch gegenseitig immer gegeben. Denken Sie jetzt bitte an Ihre Gesundheit. Wir haben uns Sorgen gemacht. Alles Gute, alle guten Wünsche, Gottes Segen.
Ich hoffe, es war keine Form der modernen Christenverfolgung mit so vielen Reden, die am Schluss kommen. Es hätten sicherlich noch gerne einige andere gesprochen. Aber ich danke ganz herzlich. So ein bisschen bin ich mir vorgekommen wie auf meiner eigenen Beerdigung. Aber die hoffe ich noch etwas rausschieben zu dürfen. Es ist mir ein ganz großes Anliegen, Ihnen allen, jeder und jedem Einzelnen von Ihnen zu danken, die gekommen sind, um auch in meinen Dank einzustimmen. Ich möchte mich besonders bei den Damen und Herren bedanken, unserem Herrn Nuntius angefangen, bis hin eben zur Landtagspräsidentin Frau Barbara Stamm, dass sie stellvertretend für die unterschiedlichen Bereiche ein Dankeswort gesagt haben. Ich danke unserer Dommusik, auf die ich auch sehr stolz bin. Sie haben gestern Abend ein wunderbares Konzert in diesem Dom gegeben und Sie konnten ja auch durch das Engagement der Buben und Mädchen, der Sängerinnen und Sängern erleben, wie der Domkapellmeister und der Domorganist hier eine Dommusik aufbauen, mit der wir uns in ganz Europa sehen lassen können. Ich danke vor allen Dingen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bischofshaus. Sie haben einen so treuen Einsatz in den 13 Jahren geleistet, dass es nie auf Stunden ankam, nie auf Zeiten, die zu viel eingegeben wurden. Sie sind abends gekommen, morgens früh. Ich danke in ganz besonderer Weise den Rita-Schwestern, der Schwester Lorenziana und Konradine, die das Bischofshaus zu einem wirklich offenen Haus gemacht haben, Tag und Nacht ansprechbar und immer willig für jeden Besucher. Und zum Schluss möchte ich meinen Mitbrüdern danken, vor allen Dingen im Domkapitel, aber auch allen Priestern, Diakonen, die sich auf den Weg machen, die Kirche, die im Umbruch ist und auch vieles an Klagen auszuhalten hat, muss auch von jungen Leuten verkraftet werden. Ich denke an die Alumnen im Priesterseminar, an die jungen Kapläne, die oft mit einer Last der Vorwürfe bedacht werden, die sie im Grunde gar nicht treffen, aber die sie ertragen müssen. Und insofern bitte ich alle, dass wir über diesen Tag hinaus und über den morgigen Abschied vom Bischofsamt in Würzburg miteinander im Gebet verbunden bleiben und miteinander versuchen, auch auf der Gebetsschiene einiges herumzureißen und miteinander die Freude am Glauben zu erleben. Das ist auf den Wallfahrten in der Kiliani-Festwoche zu spüren, aber auch bei den vielen Firmfeiern, bei den Priesterweihen. Und ich freue mich auch, dass Abt Michael von Münster-Schwarzach hier ist, der uns sehr zur Seite steht und die monarchische Weise des Lebens auch einbringt in die Hektik des Alltags. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meinen Mitbrüdern, dem Bischof von Binga John, aber auch dem Bischof von Obidos Johannes Bernhard, die uns durch ihre Arbeit in einem ganz anderen kulturellen Umfeld Augen öffnen, wie wir in dieser Zeit bei uns neue Impulse für unsere Pastoral finden können. Ganz herzlichen Dank und ich möchte noch eine Einladung aussprechen, jetzt gleich auf dem Kiliansplatz, den Sie ja alle gut kennen und ich freue mich über den Sonnenschein, können wir uns aussprechen, können wir einander begegnen, können Sie sich ein wenig stärken und vor allen Dingen möchte ich Ihnen als Dankeschön ein neues Buch geben, das im Echter Verlag erschienen ist, in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk. Und dort sind die Sendungen von Zeit und Ewigkeit, die ich halten durfte, abgedruckt, aber auch mit einer DVD angehängt, sodass Sie zu Hause das noch einmal in aller Ruhe nachschauen können, was dort
gegeben und geleistet worden ist, auch vom Rundfunk, vom Bayerischen Rundfunk. Am Ende gilt mein Dank natürlich Gott selbst. Ich bin so dankbar für diese Hilfe, die ich immer wieder auch gespürt und erfahren habe. Und ich baue darauf, dass Gott jeden unserer Gedanken kennt und jeden unserer Schritte stützt. Und so wollen wir am Ende dieser Feier auch um seinen Segen für uns alle bitten, nicht nur für die, die hier sind, sondern für die, die zu Hause sind, an die sie denken, mit denen sie Gemeinschaft haben oder es ihnen schwerfällt, Gemeinschaft zu pflegen, damit der Segen Gottes alles erreicht. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.